Mit dem Z11 Mini stellte Nubia den Nachfolger des extrem beliebten Z9 Mini vor. Ich habe mir die S-Variante des Z11 Mini besorgt, die mit einigen Verbesserungen, wie zum Beispiel einer 23-Megapixel-Kamera, daherkommt. Auch wenn es sich beim Z11 um ein vergleichsweise günstiges Smartphone handelt, macht es direkt einen sehr hochwertigen Eindruck. Im Lieferumfang gibt es noch einen SIM-Pin, ein USB-Kabel zum Aufladen des Gerätes sowie ein Netzteil. Die Front nimmt ein 5.2 Full HD IPS-Display ein. Auch wenn es den einen oder anderen vielleicht zu Recht verwundern mag, wie man 5,2 Zoll noch als Mini durchgehen lassen kann, das Gerät liegt super in der Hand und macht auch in Sachen Farbwiedergabe eine sehr gute Figur. Die Blickwinkel lassen keine Wünsche übrig und auch draußen kann man das Z11 Mini S ohne Probleme verwenden. Insgesamt deutet alles auf ein sehr hochwertiges Display hin. Der Eindruck wird allerdings durch die Gestensteuerung und die Seitengesten ein wenig gemindert. Ganz davon abgesehen, dass einige das Benutzen von Spielen fast unmöglich machen. Deswegen habe ich alle Gesten direkt abgestellt. Beim Speaker verbaut Nubia Standardkost. Klingeltöne werden selbst mit etwas Entfernung zum Smartphone gehört, Spiele zufriedenstellend mit Musik unterlegt und auch YouTube-Filme sind kein Problem. Stellt man den Speaker auf 100%, verzerrt jener nicht. Insgesamt also ein sehr solider, wenn auch nicht besonderer Lautsprecher. Während ich finde, dass bei Filmaufnahmen der Sound eher meh ist, habe ich zumindest noch keine Klagen bei Telefonaten gehört. Die Ohrmuschel geht auch in Ordnung. Das ist allerdings ein bisschen schwer zu zeigen. Der Akku kann auf ganzer Linie überzeugen. Bei mir muss das ZF Mini S im Single-SIM-Betrieb nur jeden zweiten Tag an die Tankstelle. Jeder Tag ist natürlich selbstverständlich anders. Aber was Nubia aus dem Akku rausholt, ist schon erstaunlich. Dazu sei aber gesagt, dass ich eher selten spiele und wenn überhaupt Clash of Clans. Der Akku ist fest verbaut und lässt sich nicht vom User austauschen. Dafür hat man dem Z11 Mini S USB-C spendiert. Von mir gibt's hierfür einen Extrapunkt. Dieser Extrapunkt wird aber direkt wieder abgezogen. Nubia verbaut den Fingerabdruckscanner auf der Rückseite. Für mich bleibt es also beim reinen Funktionstest. Denn ich bin auf jeden Fall Team Vorderseite, was den Fingerprint-Sensor anbelangt. Solltet ihr eher Team Rückseite sein, der Fingerabdruckscanner reagiert zügig und entsperrt augenblicklich euer Smartphone. Im Inneren des Nubia Z11 Mini S tickt ein Snapdragon 625 Octa-Core-Prozessor. Dieser sorgt zusammen mit 4 GB DDR3 RAM für eine flotte Performance im Alltag, bei der ich mich über keine trägen Ladezeiten beschweren kann. Dank einer Adreno 506 GPU laufen Spiele zügig und auch bei häufigem App-Wechsel gerät das Z11 Mini S nicht ins Stocken. So muss das sein. Auch wenn man mal etwas länger mit dem Z11 Mini S arbeitet, wird das Gerät nicht sonderlich warm. Insgesamt zeigt sich Nubia in Sachen Software-Hardware-Kombination von seiner besten Seite. Das merkt man aber nicht nur bei anspruchsvollen Spielen wie Asphalt Extreme, sondern auch im Alltag. Es flutscht einfach alles. Daumen hoch! Die S-Variante gibt es in zwei verschiedenen Versionen, mit 64 GB oder mit satten 128 GB internem Speicher. Wem das noch nicht ausreicht, der kann den Speicher auch per SD-Karte erweitern. Im Gegensatz zur Standardvariante schlägt man beim Z11 nochmal 10 Megapixel obendrauf. Das Z11 Mini S kommt mit einer 23-Megapixel-Kamera daher. Nubia setzt nicht auf einen Dual-Tone-LED-Blitz. Im Videomodus nimmt die Kamera in 720p, Full HD, Full HD bei 60 FPS und 4K auf. Das Full HD sieht allerdings teilweise tatsächlich aus, als wäre es noch 720p. Weihnachten ist vorbei und das sieht man spätestens an diesem sehr traurigen Weihnachtsbaum, also Ex-Weihnachtsbaum. Während die Bäume alle kahl sind, habe ich hier noch ein bisschen Frühling gefunden.
Ich plage dein kleines Hüngerchen, aber wenn ich hier esse, dann schlägt mich der Floh. Aber sagt mein Magen, ich möchte einen Döner-Kebab-Teller. Und den darf ich auch nicht hin, sonst schlägt mich der Floh auch. Wobei ich zugeben muss, darauf hätte ich sowieso keine Lust. Es gibt ihn also noch und ich habe ihn gefunden, den Weihnachtsmann. Also anscheinend gibt es sogar gleich mehrere davon. Ups, ich habe hier wohl meine Kameras vergessen, das letzte Mal. Frohe Weihnachten auch dir, liebes Einkaufscenter. Eins muss man denen hier wirklich lassen. Das sieht verdammt schön aus hier. Und zwar alles. Einfach nur schön. Was nehmen wir denn? Mein Hüngerchen habe ich nicht besiegt, dafür meinen Durst. Genau so wird es auch bei mir aussehen. Genau so. Wer gerne Selfies macht, kann sich auf eine 13-Megapixel-Frontkamera freuen. Das ist recht ungewöhnlich für die Preisklasse. Der Autofokus. Das war der Autofokus. Hin und wieder muss man auch einfach mal vom PC weg und ein bisschen das draußen genießen. Das mache ich gerade mit dem Reim. Ich weiß nicht, inwiefern man das hört, aber es weht hier ein ganz leichtes Windchen. Prost. Kommt gar nicht da raus. Ah, jetzt. Damit ich mir nicht weiter die Postkarte vor dem Mund halten muss, gehe ich jetzt zum Friseur. Da sind wirklich kaum noch Haare da. Im Gegensatz zu Xiaomi-Smartphones kommt das Z11 Mini S auch im Stockraum mit einer Sprachauswahl für Deutsch daher. Man muss also nicht erst eine EU-ROM flashen, um das Gerät komplett in Deutsch nutzen zu können. Das Design von Nubia UI 4 ist etwas stark entfernt von purem Android 6.0 Marshmallow. Meine bisherige Nutzung des Z9 Classics hat gezeigt, dass Nubia seine Geräte lange und ausführlich mit Software-Updates versieht. Ich hoffe, dass das auf das Z11 Mini genauso zutreffen wird. Aktuell läuft das Smartphone allerdings bereits auch so, ohne Bugs. Am Nubia Z11 Mini S gibt es eigentlich wenig zu meckern. Der Prozessor sorgt für eine flotte Performance, das Display ist, zumindest von der Wiedergabe her, ein Augenschmaus und die Akkulaufzeit kann auch überzeugen. Ihr habt noch Fragen zum Nubia Z11 Mini S? Dann ab damit in die Comments. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google+ und Instagram. Mein Name ist Tim Mohn für die Nerdbench.